mein Gott, klingt der gut. Oh shit. Alter, hat der einen geilen Sound drauf. Ja, halt's Maul, hey. Jo Leute, was geht ab? Und willkommen zum neuen Video. Und ja, mich hat einer motiviert auf Instagram und hat gesagt, hey Dominik, wie sieht's aus eigentlich? Hast du den jetzt schon gefahren? Hast du Bock, mal ein Video drüber zu machen, wie er sich denn anhört beim Fahren selber? Weil bevor ich das nicht gehört habe, kaufe ich mir nicht den Auspuff. Und das hat mich irgendwie so motiviert, dass ich mir irgendwie gedacht habe, Alter, wieso fahre ich nicht einfach eine Runde? Und ja, jetzt hocke ich auf dem Bike. Oh shit, ja. Klingt der gut. Oh yeah. Alter Verwalter. Ja, ich habe mir einfach gedacht, ich heiz eine Runde mit euch zusammen. Nimm vielleicht im Anschluss nochmal ein Video auf. Ja moin, es schneit auch jetzt zur Hälfte. Und zeige euch einfach mal so den Eindruck. Oh, Alter, ohne Scheiß, das ist echt. Und ohne Scheiß, das ist wirklich das erste Video, wo ich ihn teste. Ich habe ihn davor wirklich noch nicht gefahren. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Alter, der Sound, ich weiß nicht, wie er auf der Kamera rüberkommt. Boah, aber er ist richtig schön tiefkernig. Oh mein Gott. Ja, und ich wollte auch einfach so ein paar Punkte ansprechen, wo ich gesagt habe, ich mache ein Video dazu, aber es ist jetzt noch nichts entstanden. Und das ist einmal das Senna. Und den zweiten Punkt habe ich gerade zur Zeit vergessen. Ja, moin. Der kommt dann, vielleicht fällt er mir spontan wieder ein. Auf jeden Fall war der erste Punkt mit dem Senna so, dass ich ja mal gesagt habe, ich zeige euch mal das Setting. Und vielleicht ist es euch ja auch aufgefallen, dass der Ton wieder ein bisschen schlechter geworden ist bei mir jetzt gerade. Und es liegt dran, dass ich das Senna wieder zurückgeschickt habe. Das habe ich damals beim Luis bestellt. Und jetzt habe ich aber mit jemandem geschwätzt und vielleicht entsteht da so eine kleine Kooperation, da hätte ich mal übelst Bock drauf. Klar, ich kriege das System da nicht umsonst, natürlich nicht, aber ich würde euch dann mitnehmen und euch einfach mal so zeigen, wie ich das am Helm verbaue, weil die Firma, die was mir das dann mit mir zusammen macht, die sind dafür spezialisiert, die machen das auch mit Helmeinbau und so weiter. Und da wird auf jeden Fall dann noch mal ein Video auf euch zukommen. Ich weiß leider nur noch nicht wann, weil ich mir in dem gleichen Zug dann auch gleich einen neuen Helm kaufe. Weil meiner einfach schon so bums alt ist und uralt und ey, den kann ich einfach nicht mehr verwenden. Alter, der Klang, der ist ja mal richtig Porno. Und ich habe auch eigentlich kein spezielles Ziel, wo ich hin möchte. Ich wollte einfach nur ein bisschen rumballern. Ich habe noch ein Video gedreht, das kommt, wenn einfach mal Schnee liegt und ich wieder mal kein Material habe. Da fahre ich noch den alten Auspuff, das war Anfang diesen Winters, aber ich habe es bis jetzt immer noch nicht hochgeladen. Da wird es dann so um das Thema gehen, Fan-Treffen oder sowas oder mal so ein Ride-Out, weil da habe ich übelst chillige Idee mit dem Robin und so zusammen. Und wer natürlich sonst noch dabei ist, ich würde mich auf jeden Fall für jeden, über jeden freuen. Umso größer, umso chilliger ist es, finde ich. Man muss ja auch nicht heizen die ganze Zeit. Aber einfach in so einer riesen Gruppe fahren, finde ich schon geil. Wow, der klingt ja Porno. Alter, das ist ja kein Vergleich. Vorher hat man ja nichts gehört. Yeah. Ohne Scheiß, ich habe den heute angemacht, den Auspuff, und habe mal halt schon lange nicht mehr laufen lassen. Alter, ich bin echt zusammengezuckt und habe mir gedacht so, what? Was ist kaputt? Weil er so laut war. Dachte, irgendwo ist was undicht oder so. Ich bin echt erschrocken. Und was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, ist, dass ihr dann, wenn ihr den Auspuff dran habt, 5 Minuten im Standgas einfach laufen lässt. Bis er warm wird beim ersten Mal. Das steht auch auf der Anleitung oben, weil er dann erst seinen kernigen Sound bekommt. Und das habe ich jetzt heute auch noch gemacht.
Alter, der klingt ja sowas von geil. Unfassbar. Ich weiß leider gar nicht, wie der rüberkommt auf der Kamera jetzt. Gerade sogar mit dem Mikrofon im Helm drin. Wird es natürlich eine ganz andere Liga sein. Aber, Alter. Ihr könnt es mir wirklich glauben, der Sound ist richtig top. Kann man echt weiterempfehlen. Jo, ich fahre auch mal auf der schönen Strecke. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ja, Digga. Alter. Die schiebt auch nach vorne, Mann. Halleluja. Also Leistungsverlust ist auf jeden Fall nicht da bei dem Auspuff. Da kannst du sicher sein. Alter, ich bin gerade voll im Modus. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich hab's wieder so vermisst, das Motorradfahren. Unfassbar. Ja, ich kann jetzt nur noch diesen Monat fahren. Und dann ist bis März mal Schluss. Und ab März kann ich wieder fahren, weil Januar, Februar ist meistens immer Schnee. Also, deswegen. Und, Alter, jetzt fängt's ja richtig an. Nein, oder? Und es hat auch die letzten Tage jetzt mehr geregnet. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, komm, dann ist doch das Salz hoffentlich so gut wie es geht irgendwie ein bisschen weggegangen. Wunschgedanken, weiß nicht, ob es wirklich so ist. Oh, das ist geil. Ah, genau, was ich auch noch sagen kann. Genau, es wird auch mal so just for fun noch ein kleines Video kommen, wie man hier den Tacho umstellt. Weil ich bin zum Beispiel so ein Kandidat gewesen, ich habe nicht in der Betriebsanleitung nachgeschaut, sondern ich habe auf YouTube nachgeschaut. Und da habe ich einfach nichts gefunden über die 701. Und dann habe ich einfach so viele Leute gefragt, die was ja auch haben, bis einer wusste, wie man die einstellt. Und ohne Scheiß, das wusste keiner. Bis zum Hannes. Der Hannes wusste es. Grüße gehen raus. Und dazu kommt auch mal ein kleines Video. Boah, yo. Es klingt so gut. Ich bin schon mal auf dem Acker drauf gehockt und bin eine kleine Runde gefahren. Grüße an Brablov, wenn sie das sieht. Weiß nicht, wird sie wahrscheinlich nie sehen. Dann, da bin ich auf jeden Fall schon mal eine Runde gefahren mit ihrem Bike. Und sie hat auch die neue Sitzbank und die fühlt sich so anders an. Unfassbar, ich weiß nicht. Aber ich fühle mich auf meiner Wohler. Könnte aber auch dran liegen, dass ich einfach die gewohnt bin. Oh Mann, das ist ja ein Chaos-Vlog, was ich hier veranstalte. Das muss ich ja alles so richtig zusammenschneiden. Dass ich auf jeden Fall den Acra gefahren bin auf der 701. Und der klingt, wenn man selber drauf fährt, klingt der irgendwie gar nicht geil. Oh, und ich schweife immer vom Thema ab. Ja. Und auf jeden Fall bin ich dann den gefahren. Und er klingt, wenn man selber oben hockt, weit nicht so gut, als wie wenn man ihn hört, wenn man vorbeifährt. Was ich irgendwie dann zwar auf der einen Seite richtig angenehm finde, auf der anderen Seite aber auch richtig krass kacke finde. Weil ich will ja auch Sound hören. Und mir geht der Regen so null auf die Nüsse. Ich hoffe, ihr habt wenigstens ein schönes Bild. Fuck. Ich hab da sogar so einen richtig geilen Abzieher. Den nehmen wir jetzt mal. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, und ich hoffe, ihr hört echt was auf der Kamera. Weil der Sound ist echt, der geht auf jeden Fall klar. Oh, sie will so hoch gehen. Sie will so hoch gehen. So, mich haben auch ein paar Leute gefragt zu meinem Auspuff, wie es denn aussieht, ob man den Cut rausnehmen kann. Ehrlich gesagt, ich weiß es leider nicht. Der ist gut drin verbaut, kommt mir so vor. Deswegen habe ich leider gar keine Ahnung zu diesem Thema, ob man den raus tun kann. Man kann sich sicher safe irgendwie, wenn man technisch begabt ist, sowieso raus irgendwie flexen oder was auch immer. Werde ich safe auf jeden Fall nicht machen. Und was auf jeden Fall auch gefragt wurde, war, ob ich denn in dem Powerparts-Deckel den Luftfilterdeckel drauf mache. Und nee, das werde ich nicht machen, weil der nicht legal ist. Und dadurch erlischt einfach die Betriebserlaubnis. Und deswegen werde ich das nicht machen. Ob es ein Mapping dafür gibt, weiß ich leider auch nicht. Da muss ich irgendwann mal einen Händler nachfragen. Und vielleicht einen Krümmer irgendwann mal, wenn es so einen legalen Krümmer gibt. Ich habe keine Ahnung, da muss ich echt mal nachfragen. Aber das waren so mal die drei Fragen, die was man mir so gestellt hat. Und vielleicht interessiert es ja auch noch jemand anderen.
Alter, das hat sich so gelohnt. Naja, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Falls ihr Fragen über den Auspuff habt, über die Maschine, keine Ahnung, haut alles raus in die Kommentare. Ich beantworte das super gerne. Dann habe ich auch wenigstens was zu tun. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.